So und so und so. Freunde, jetzt geht's weiter mit Tears of the Kingdom. So, die Musik immer noch ein Highlight übrigens hier. Das ist ja schon mal voll cool. So, ich denke mal, hier waren wir schon mal durch. Den letzten Part schon geguckt, alles hier. Und jetzt gehen wir kurz zu den... Einfach mal geradeaus machen. Hey. Wir gehen erstmal hier rein. Wieder nur einen Stock gefunden. Und ein wunderschöner Himmelpilz. Was ist das hier? Oh, da Drache da hinten. Wunderschön. Wie willst du da hochkommen zu denen, ey? Das ist immer hart. Ey, hardcore. Auf geht's. Untersuchung. Was ist denn das? Was ist das für ein Typ oder was ist das überhaupt? Okay. Ich hab dich bereits erwartet, Meister Link. Okay, Zelda hat ihn anvertraut. Oh, was ist das Schönes? Das ist das Pura-Pad. Sehr hilfreich. Eigentlich die Karte und die Fotografie dann noch. Ist ja geil. Pura-Pad. Kann man Schätze angucken, alles mögliche. Okay, da drauf, alles klar. Meister Link, danke schön für die netten Pura-Pad-Überreichung, Herr. Hey, wie heißt er überhaupt? Das ist der Garten der Zeit. Und das dort ist der Tempel der Zeit. Okay. Wieder was zum Teleporten, ne? Die Suche nach Zelda beginnt. Haupt. Übrigens eine Hauptquest. War noch irgendwas, Tibi? Ja, wir gucken mal kurz, was wir haben. Okay, das Bauwerk am Norden zu sehen ist, das Tempel der Zeit. Wissen wir schon? Oh shit, meine Batterie ist bald leer. So, alles kein Problem hier. Let's go! Ey. Abenteuer, wie kommen wir jetzt rüber? Anscheinend nur mit dem Teleporter, hä? Na dann, let's go. Sesam, öffne dich bitte. Tada! Der Weg ebnet sich nach drüben. Logi, logi. Oh, shit. Was für eine große Inselkarte hier am Schau. Alter. Ist die groß. Wir zischen ab nach drüben.
Ach, wieder so ein Typi hier, hä? Und da drüben wieder einer. Gib mir Äpfel, gib mir Äpfel. Dankeschön. So, was will der noch hier? Sonau Energiesphäre wiederhalten. Sonau. Anscheinend können wir wieder runterspringen hier. Oh, geil, ey. Einfach nur köstlich geil. Wir kommen von da oben übrigens. Das ist schon eine Bruchlandung gewesen, ey. Voll in Wasser. Platsch! War mir drin und hier. Übelst gespannt, schon hier, Baby. Ein Apfel drin gewesen, alles klar. Klatsch, einfach auch noch runtergeworfen. Ein Apfel, gib mir Apfel, gib mir Apfel. Ja, nein, 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 nein. Moin. Oh, du bist zum ersten Mal hier, stimmt's? Was ist das, ein Militärskonstrukt? Was ist das? Okay. Okay, die anderen sind anscheinend böse von denen. Nur der und der andere ist anscheinend liebgesonnen. Ja, das kennen wir doch schon, das Ziel. Will der jetzt catchen oder was? Wo will der jetzt hin? Hallo, wo willst du hin? Was macht denn der? Geht klar, da wissen wir doch schon, was da abgeht. Oh. Einfacher Stock. Ich denke mal, wir müssen jetzt hier runter, hä? Oder? Ja, wir müssen hier runterspringen. Juhu! Klatsch! Mitten eine Arschbombe ins Wasser. Cool, nice. Wir werden erstmal schön Lucky Lucky hier machen. Oh oh. Gefahr im Verzug. Komm her, du Arsch. Nicht ganz down, der Idiot. Waffe wechseln, dankeschön. Geh baden, Junge. Junge, 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 Junge. Wir müssen noch kurz was fressen hier. Äpfel reinstecken. So, weiter geht ab die Lotse hier. Was haben wir da drüben Schönes? Anscheinend nichts Spezielles, oder? Und erstes Holzpfeil gekriegt. Das ist schon mal was viel wert ist hier, hä? Wir wollen aber, glaube ich, erstmal darüber gehen. Let's go. Schnell, 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 schnell.
Tasche ist voll, okay. Himmelspilz. Wie zum Geier komme ich hier drauf? Alter, die Himmelsinseln sind ein Mysterium. Was ist denn das für ein Vieh? Hey, warte, Junge! Bleib hier, ich will dich erledigen. Dann hau eben schon ab, Junge. Wir bekommen dich sowieso noch, keine Angst. So, gehen wir kurz den Weg lang hier, hä? Okay, hier sind wir gar nichts außer Nebel. Nebel des Grauens. Oh, das speichert gerade. Da sind die Gegner. Keine 100 Meter. Oh, shit, es könnte ernsthaft Probleme geben. Die haben uns gesehen. Oder? Nein, wir können da oben. Ach, ich Idiot. Ich, da oben sind doch hier die Dinger hier. Die Felsen. Klatsch. Fast alle down. Den anderen kriegt man schon so down. Der hat nicht mehr viel Leben. Ast. Du auch noch, komm her. Du kleiner, mieser Aufbold. Hä, wo ist der andere hin? Ach, das war da eben gerade schon, oder? Ja, das war der Typi eben schon. Wir sind voll noch. Hä? Anscheinend ist da hier drüben hier unser Freund. Weil der hat keine Angriffs hier. Mal über den Kopf hier. Das Symbol für den Angriff. Wir gehen erst noch da noch. Mal gucken, ob wir überhaupt noch kommen. Nein, wir kommen noch nicht oben drauf. Auf den. Das ist übrigens eine Schatztruhe. Die will ich haben, die Schatztruhe dort. Gib mir die Schatztruhe, aber zack, ich! Tasche ist voll, wir können nichts mehr aufnehmen. Röst Himmelspilz, okay. Ja, wir wissen eigentlich schon, wie es röst geht, aber wir merken es trotzdem nochmal. Der tut uns erklären, wie wir jetzt rösten können. Auf den Punkt genau müssen wir rösten. Wenn nicht, haben wir Schwarzzeug. Aber es geht deutlich besser in so einen Kochtopf. Da können wir doch schon wesentlich eher schon und besser hier kochen. Als hier nur über ein Lagerfeuer. Wir gehen gleich nochmal hier oben hin. Denn das ist hier irgendwas mit Zeitmaß, oder?
Irgendwas mit Zeit war es schon. Okay. Wir gehen am besten mal hoch. Und gucken mal, was uns da Schönes erwartet. Na dann, nichts lieber. Was ist hier abgegangen für eine Party? Ey, wunderschön hier, wunderschön. Zwischendurch mal die Aussicht genießen, ist schon was ganz Feines hier in dem Spiel. Aber richtig geil. Oh. Der hat ein Schild in der Hand. Mach keine Faxen, Kollege. Der war natürlich ein bisschen knifflig mit seinem Schild. Altes Holzschild, die Verteidigung 2. Können wir eigentlich schon mal direkt ausrüsten, oder? Oh, haben wir sogar schon. Cool. Verkohltes Rossschwert können wir auch nicht nehmen. Können wir erstmal was wegschmeißen, oder? Ja, wir haben eh genug Mist dabei. Die Zweier tun wir, glaube ich, wegschmeißen. Weg damit. Auf weg damit. Weg damit. Danke. Das Rauschschwert, denke mal. Oh! Haben wir schon ausgerüstet gerade. Yo, wo geht's denn dorthin? Geil, ist es mal übel krass, das Spiel. Fett, einfach nur fett. Okay. Na dann gehen wir mal gucken, was passiert. Ist nur versiegelt. Wir kommen nicht rein. Schade. Diese Pforte öffnet sich nur für jene, die über die nötige Kraft verfügen. Verzeih mir, ich wollte dich nicht erschrecken. Du hast bereits meine Stimme vernommen und dein rechter Arm gehörte früher einmal mir. Rauru. Bitte sieh mir nach, dass ich dir in dieser Form gegenübertrete. Leider besitze ich keinen Körper mehr. Aber zurück zu dieser Pforte. Eigentlich sollte sie sich mit meinem rechten Arm öffnen lassen, doch er scheint geschwächt zu sein. Du musst wohl seine Kraft wiederherstellen. Dies könnte dir gelingen, indem du ihn in heiligem Lichte badest. Sieh mal, ich würde dir raten, den Schreinen auf dieser Insel einen Besuch abzustatten. Wohlan, so sollte er seine Kraft zurückerlangen. Mega geil. Okay, die runden hier Felseneier. Das sind anscheinend die neuen Schreins, die es hier gibt. Okay. Dann haben wir eigentlich schon ein Ziel. Wir müssen da rein. Wir müssen da rein, ja? Aber jetzt schon...
Ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen umschauen hier in diesem kleinen Inselparadies. Und nicht gleich zum Schrein rennen. Aber naja. Ich denke mal, den Schrein werde ich später erst machen, in den nächsten Folgen. Wir können ja schon mal hinlaufen, gell? Da machen wir ja nichts verkehrt. Oder wir schauen uns noch ein bisschen um. Schade, kein Krog. Ich will zum Vieh hier erledigen. Jetzt haut schon wieder das Vieh. Das darf nicht wahr sein. Das haut schon wieder ab. Aber jetzt. Oh. Ich voll umgerammelt, das Vieh. Da gibt es anscheinend noch übelst viele von denen hier auf der kleinen Insel da. Ach, da oben ist noch ein Schrein. Guck mal einer an. Den könnten wir theoretisch mal auf der Karte markieren. Wir sind gerade da. Und der müsste theoretisch... Wo, hä? Tempel der Zeit ist hier. Der müsste hier irgendwo hier oben sein, oder? Leider kann ich keine Karten so gut lesen hier. Na, das ist ja mal cool. So, weiter geht's. In Richtung ersten Schrein. Hui. Jo, was geht hier ab, ey? Ist das hier oben gerade eine Glocke gewesen? Der Drache, ey, der macht mich wahnsinnig hier. Wir sind die Gegner, keine 100 Meter. Schwari, komm her. Der hat Bogen. Oh, gerade noch so erlegt. Bevor unsere Waffe kaputt gegangen ist. Oh, wir kriegen jetzt einen Bogen. Ja, geil. Alter Holzbogen. Das ist schon mal nice. Der alte Holzbogen. Und keine Pfeil oder was? Nee. Schau mal kurz hier auf. Wir haben doch Holzpfeile. Ah, jetzt. Alles klärchen. Wie komme ich denn. Was ist denn das, Alter, hier für ein Konstrukt hier? Der Drache da oben, ey, das ist mal. Übelst der Quadrache da. Hallo, wie geht's dir? Attacke! Und tschüss, Junge. Immer schön aufs Auge zielen. Da macht ihr eigentlich dann nichts verkehrt bei den Kleinen hier.
Was ist das eigentlich? Roboter oder sowas? Oder Sonau oder irgendwas in der Art ist das denn schon? Da hinten ist ein Lagerfeuer. So, weiter geht's hier, oder? Da gehe ich mal lieber nicht hin. Ja, nicht runtergehen. Das wäre wieder der Tod hier und eine Blamage hoch 2. Aber hier komme ich doch runter, oder? Jawohl. Schon wieder ein Pilz. Die gibt es ja andauernd, hä? Was ist da oben noch Schönes gewesen an Geheimnissen oder Secrets? Das? Ich höre doch hier gerade einen Krog. Ja, da ist ein Krog. Lüt. Yes, der erste Krog. Hoho, du hast mich gefunden. Nanu, du bist ja gar nicht Marunos. Ja, ich kann nicht sehen, ich bin Krogen Waldgeist. Juhu! Krogsam! Die gibt's auch wieder, die Krogs. Nein! Ach ja. Der erste Krog hier, cool! Alles klar, Junge, wir haben den ersten Krog gefunden hier auf der Insel. Oh Gott. Wenn ich das da drüben schon mal sehe. Kotza! Alter Junge, das ist mal übelst so hier, wa? Äpfel, gib mir Äpfel. Nice. Sollen wir gleich was essen? Danke. Oh shit, lieber nicht da unten gucken. Wir müssen dann in der nächsten Folge zum ersten Schrein. Also ein wenig Geduld noch. Nein! Sturzflug des Todes! Wir hätten den Fels wieder hochgehen müssen. Toll! Und gleich so viel Herzen verloren. Alter! Sportling. Ja, nicht runterklotzen oder irgendwas anderes machen. Ja, keinen Scheiß machen. Oh, was ist das hier überhaupt für eine Bretterbude? Ich ahne Gutes, ich ahne Gutes. Ich könnte wetten, wir kriegen hier dann unsere erste Fähigkeit. In diesen Schrein. Uku Uhu Schrein. Was für ein cooler Name. Und das, Freunde, ist auch der Schluss von Part 2. Freunde, macht's gut und bis morgen und ciao.